Oh. Okay, okay, ich seh's ein. Ja, ich bin tot. Krill, Krill, ich brauche meine Mates. Ich denke, diese Panzer. Schnell, in Deckung. Wodke, Wodke. Nein! War das jetzt dann noch der Panzer? Ich raste aus, wenn es der Panzer war. Das war der Panzer. Oh, ich raste aus. so ein Scheiß. Ich hätte einfach wegrennen müssen. Da waren nämlich auch noch viele kleine Gemüse. Immunigiert the Jeep. I drive with this vehicle through the map. Wodke. Wie wir einfach mal gewonnen haben. Hoffentlich auf eine Map, die ich kenne. Tal des Todes, was? Und warum, wo sind denn die ganzen coolen Maps? Stricken am Kackrand und sowas. Wo ist Stricken am Kackrand? Diese Tages-Nacht, das lichtige Situation. Funkstation einnehmen, ja. Geh weg, das ist mein Fahren. Gehst du weg? Ja, gehst du weg? Ja, ja, schaff's, zeige nur rum. Ich fahre hier natürlich wieder wie ein Besoffener. Aber es hat auch seinen Grund. Denn ich bin betrunken. Oh Gott. Was war denn das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Sowas hasse ich, wenn man so hängen bleibt. So dreckig. Wer das sehe. So. Und so hängen bleibt, das ist eklig. Man will wegrennen, aber genau vor einem ist irgendwas, was einen nicht Lava lässt. Ich bin vorhin bei Skyrim wieder einen Berg hochgeklettert. Das geht ja hervorragend, ne? Die ganze Zeit Y und Hämmern, bam, bam, bam. Also auf der Konsole halt, auf der Xbox. Zack, 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 zack. Und gegen den Berg drücken und irgendwann ist man oben. Aber da! Wow, das ist geil, ja. Nacht- und Nebelaktion. Sag mal. Down, 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 was ist da los? Das ist wieder sowas. Hinter mir ist ein Panzer. Das ist zum Kotzen. Das ist zum Kotzen. Sobald die Gegner verschwinden, sind die Treppen nämlich wieder gangbar. Gangbar, gehbar, begehbar, betretbar. Muschibär, Vagina-Nippel. Andy Dufresne. Uh-oh, I'm not here. Please drive away. Please drive away. Ja, das ist meiner. Unserer. Sehr gut, sehr gut. Gute. Umrk. OMRK ist wieder bei mir im Team am Start. Wir ragen jetzt hier mal richtig ab. Die sind so blöd. Oh-oh. Oh! Woohoo! Kabam! Au! Au, au, au! Erstmal stehen bleiben. Da! Der Feind! Er war einfach vor mir! Er hat mich gar nicht gesehen! Er hat mir in die Fresse geschossen! Mokaidu! Was machst du? War das peinlich? Mokaidu, das war schon ein bisschen. Du hast mir noch ins Gesicht geschossen, Mokaidu, ne? Das ist natürlich bitter. Oh. Okay, okay, ich seh's ein. Ja, ich bin tot. Los, Mate! Let's do something, Mate! Hey, Mate! We running, bitch! Okay, nicht so gemein. Hey, Mate, wo rennst du hin? Du guter, du. Du bist bestimmt ein guter Spieler. Lass mich dich anschießen. Hihi. Er merkt's gar nicht. Also ist er nicht gut. Eine Frage an euch, eine Frage an euch. Ich werde mir bald die Xbox One holen. Soll ich mir? Ich hab GTA 5 schon. Ich hab's durchgespielt schon. Ich habe online 100 Millionen Stunden gespielt auf der alten Konsole eben, auf der Xbox 360. Findet ihr, es würde sich lohnen, sich das für die Xbox One auch nochmal zu holen? Also, wenn es günstig, ich sag mal, wenn es etwas günstiger geworden ist. Also, lohnt sich das erstens? Und zweitens, wisst ihr, ob da irgendwas neu ist, bis auf dieser First Person und alles ist ein bisschen überarbeitet, worauf ich aber eigentlich scheiß, weil wenn, dann will ich halt vielleicht, also neue Missionen oder sowas. Aber einfach nur, es sieht ein bisschen besser aus und First Person. First Person hat schon irgendwie was, zu Fuß und so, beim Auto auf gar keinen Fall. Ich will auch das Auto sehen, ich will das Schadensmodell sehen, ich will, ne? Das ist doch jetzt so schön gemacht alles, dass ich das doch sehen will. Dieser First Person Ding in der Fahrt zeigt mir zwar das Interieur des Autos, aber mehr auch nicht. Also sonst, finde ich, wird einem da eher wiederum Sicht genommen. Und F wird zurück eingenommen. Wollt ihr mich verarschen? Wer macht es? Ich fahr einfach mal... Bitte, Feind! Ja! Ah! So ein Idiot, Mensch! Ah, der hat C4 in sich dran gehabt, oder was? Ja, ist der Gute. Wow! Was? Zurück! Oh Gott, bin der Sniper. Ist irgendwo ein Feind, Alter. Jetzt guck doch, fahr doch mal hin. Du hast die dicke Karre, nicht ich. Also. So, außen vorbei. Klang mal jetzt mit denen da. Heute bin ich, ich muss sagen, ich bin heute etwas zerknickt. Nee, ich bin nicht geknickt und auch nicht zerknickt. Ich bin einfach etwas. Ich bin etwas schwach, wie sich das anhört. Ich bin heute etwas alt, wisst ihr? Nee, ich hab nicht so viel gepaint und hab dann echt. Ich hab dann hier viel gewerkelt und so, also was mich natürlich auch wieder mit Stolz erfüllt. Was mich hier mit stolz geschwellter Brust spielen lässt. Aber ich bin einfach, mir tun die Hände weh und ich bin müde. Ich bin müde, Idee. Okay, Zugdepot. Bin der Feind! Scheiße. Ich dachte, ich kann vielleicht auch schneller hochfliegen, weißt du Bescheid, ha? Pech! Ist nicht mein Pech, nee. Nee. Wir verkacken? Win Team, wo bist du, wenn man dich braucht? Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja. Sehr gut.